Heute im Interview habe ich Professor Björn Rasch von der Universität Fribourg in der Schweiz. Professor Rasch ist Schlaf- und Gedächtnisforscher und Biopsychologe und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Schlaf und Lernen. Professor Rasch wird uns über das Thema Lernen im Schlaf, vor allem in Kombination mit dem Sprachenlernen, aufklären und was seine Forschung für Ergebnisse zu diesem Thema zeigt. Professor Rasch, ich freue mich sehr, dass Sie heute teilnehmen können. Vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal, ich habe mich mit Ihrer Forschung schon ein bisschen beschäftigt und da ist natürlich ein Experiment mir ganz besonders aufgefallen, und zwar das mit den holländischen Vokabeln, und wo Deutsche holländische Vokabeln gelernt haben und dann im Schlaf die nochmal gehört haben. Vielleicht können Sie einmal mit der Erklärung über das Experiment starten und was für Ergebnisse es gebracht hat. Sehr gerne. In diesem Experiment haben Probanden 120 holländisch-deutsche Vokabeln am Abend gelernt und 60 von diesen Wortpaaren wurden dann nachts erneut im Schlaf präsentiert, hauptsächlich im Tiefschlaf. Wichtig war dabei auch, dass nur das holländische Wort präsentiert wurde, nicht die deutsche Übersetzung. Das wurde alles so leise präsentiert, dass die Probanden nicht aufgewacht sind. Wichtig dabei ist auch, dass die Probanden selber gar nicht wissen, welche 60 Wörter von diesen insgesamt 120 nachts präsentiert sind. Am nächsten Morgen oder nach dem Schlaf wurden dann wieder alle 120 Vokabeln getestet. Und die 60 Vokabeln, die nachts präsentiert wurden, wurden signifikant besser gewusst als die 60, die nicht präsentiert wurden. Das heißt für uns, dass das Präsentieren von den holländischen Vokabeln im Schlaf die Speicherung im Schlaf verbessert hat, im Gegensatz dazu, wenn man das nachts nicht gehört hat. Und wie sieht es aus mit dem ganz losgelösten Schlaflernen, also Vokabeln sich anhören, die man vorher nicht gelernt hat? Kann man da irgendwie Vokabeln besser lernen? Das ist eine sehr spannende Frage. Da geht es dann in Richtung wirklich neues Lernen im Schlaf. Also wir kommen eher von der Idee her, dass man die Dinge, die man abends gelernt hat, im Schlaf besser speichert oder wir sagen konsolidiert, und dass durch dieses Abspielen im Schlaf die Konsolidierung verbessert wird. Das geht aber in unserem Sinne nur, wenn man abends schon mal diese Vokabeln sich angeschaut hat und irgendwie in sein Gehirn oder in sein Gedächtnis quasi schon mal wie angelegt hat. Die Frage nach dem ganz neuen Lernen ist tatsächlich recht kontrovers. Es scheint durchaus Hinweise zu geben, dass das gehen kann. Allerdings sind die Effekte, die positiven Effekte des kompletten Neulernens relativ schwach. Aber es scheint schon möglich zu sein, dass es da einen leichten Vorteil gibt, auch wenn man ganz neue Dinge im Schlaf lernt. Und was heißt das jetzt konkret für mich? Also wenn ich jetzt Vokabeln lernen will, ob jetzt konsolidieren oder neue Vokabeln, wie sollte ich das machen? Oder brauche ich dann Schlafforscher neben mir, der die Vokabeln genau zum richtigen Zeitpunkt abspielt? Oder kann ich da irgendwelche eigenen Vorbereitungen treffen? Auch das ist eine Frage, die wir versuchen anzugehen. Vor allem, was uns natürlich beschäftigt ist, können wir jetzt diese Ergebnisse, die wir natürlich in einem sehr kontrollierten Setting im Labor haben, das heißt, wir messen dort den Schlaf, wir schauen, dass die Leute nicht aufwachen, wir wissen genau, in welcher Schlafstadie und wann wir diese Vokabeln präsentieren, kann man das jetzt so einfach in den Alltag übertragen? Und da sind wir auch schon dran, wir sind da noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt quasi mal das Einfachste getestet. Wir haben den Leuten einfach einen iPod mitgegeben und haben dort Vokabeln drauf gespielt und haben gesagt, hier, lass den doch mal nachts leise laufen. Die Ergebnisse, wie gesagt, sind noch nicht final analysiert, aber so wie es aussieht, hat das nicht so einfach funktioniert. Denn die Leute sind häufig aufgewacht, sie hatten dann Schwierigkeiten, das wieder zu starten. Sie haben dann irgendwann das abgelegt, weil es einfach ihren Schlaf gestört hat. Das heißt, also wenn das jetzt für uns heißt das, dass wir wahrscheinlich doch etwas komplizierter vorgehen müssen. Wahrscheinlich müssen wir irgendeine Art entwickeln, dass man doch auch zu Hause quasi den Schlaf misst und dann auch wirklich leise genug und zum richtigen Zeitpunkt die Vokabeln dann abspielt. Das heißt, da müssten wir wahrscheinlich tatsächlich noch Geräte oder Sensoren entwickeln, die das besser steuern können. Okay, aber es gibt ja jetzt schon
Firmen, die Apps oder Programme entwickelt haben, die genau das behaupten zu machen. Haben Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt und wissen Sie, ob das funktionieren kann oder was sind da Also Ihre wir sind Ansichten? da, wir kooperieren da auch mit Vokabellernanbietern, die solche Optionen in ihre Apps eingebaut haben. Wir sind dort in Kontakt und werten auch diese Daten aus, sind dort aber auch noch nicht so weit, dass wir abschließend was sagen können. Aber ich hoffe, dass so innerhalb des nächsten Jahres wir auch da eine Antwort haben. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir wahrscheinlich doch etwas genauer den Schlaf messen müssten, damit das wirklich effizient läuft. Wie das aber dann genau aussieht, das müssen wir tatsächlich noch entwickeln. Es sollte natürlich so einfach wie möglich sein, sollte jetzt nicht irgendwie besondere Elektroden oder besondere Dinge auf dem Kopf erfordern, aber da sind wir tatsächlich noch dran. Trotzdem, also was wir immer wieder festgestellt haben, ist, dass wenn man es leise genug macht, aber das ist tatsächlich ein kritischer Punkt, weil das Wecken soll natürlich nicht sein, wenn man es leise genug macht und gut einstellt, auch wenn man es quasi mehrmals, also mehrere Nächte macht, da gewöhnt man sich auch so ein bisschen dran, hat man entweder keinen Effekt oder einen positiven. Also wir haben nicht den Eindruck, dass es irgendwie auch in die andere Richtung geht. Aber Sie sehen, es ist noch an einem recht frühen Stadium und so trivial ist es nicht, Ergebnisse aus dem Labor in den Alltag zu übertragen. Und wenn ich das jetzt ausprobieren will selber, dann sollte ich aber nur die fremdsprachigen Vokabeln mir vorsagen lassen und nicht die deutsche Vokabel dazu. Auch das ist ein spannender Punkt, weil solche Ideen, dass man nachts sich einfach was anhört, gibt es ja schon lange. Aber wir haben tatsächlich genau das, was Sie gerade gesagt haben, in unseren Experimenten gefunden. Wenn man also relativ schnell nach der holländischen Vokabel die deutsche Vokabel im Schlaf abspielt, macht das diesen positiven Effekt kaputt. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass allein durch diese auditorische Stimulation der zweiten Wortes bestimmte Prozesse im Gehirn gestört werden, die wichtig sind für diese Stabilisierung. Denn wissenschaftlich gehen wir davon aus, wir spielen das holländische Wort, wir reaktivieren das vorhandene deutsche Wort, aber das macht das Gehirn selber. Und weil das Gehirn das selber macht, hat es diese positive Wirkung der Stabilisierung. Das heißt, es scheint nicht so einfach zu sein, dass man einfach das nochmal neu im Schlaf drauflegt, sozusagen. Aber das ist sozusagen jetzt auch erst ein erster Schritt. Wir haben jetzt auch herausgefunden, wenn man den Abstand zwischen dem holländischen Wort und dem deutschen Wort etwas vergrößert, dann ist der Effekt wieder da. Aber er ist nicht größer, als wenn man das holländische Wort allein spielt. Das heißt, meine Meinung wäre hier auch erstmal, es scheint auszureichen, allein das holländische Wort sich nachts, also das Fremdwort im Allgemeinen nachts nochmal abzuspielen. Okay. Und haben Ihre Forschungen bereits irgendwelche Ergebnisse gezeigt, die ich jetzt heute zum Beispiel schon mal ausprobieren kann, also zum Thema Schlafen und Lernen? Also ganz allgemein, neben diesem Abspielen im Schlaf, was ich natürlich faszinierend finde, aber ganz allgemein mein Tipp zum Fremdsprachenlernen ist vor allem, man muss erstmal tagsüber üben. Das bleibt einfach nicht aus. Das ist weiterhin die effektivste Methode, um Vokabeln zu lernen. Aber man sollte quasi allein den Schlaf auch nutzen für das Speichern. Das heißt, Schlaf an sich ist schon förderlich für das Gedächtnis. Das heißt, Vokabeln abends wiederholen und dann relativ bald, eine halbe Stunde später, wirklich schlafen zu gehen und vielleicht nicht noch, weiß ich nicht, Computer zu spielen oder zu lesen oder welche anderen Dinge zu tun. Das ist durchaus auch erstmal wirksam, um diese bessere Speicherung von Neugelernten in das Langzeitgedächtnis zu bekommen. Das heißt, das wäre der allgemeine Tipp. Wiederholen am Tag, möglicherweise nochmal am Abend und dann ausreichend schlafen, um diese Gedächtnisprozesse zu optimieren. Obendrauf sozusagen kann man dann noch probieren, sozusagen sich nachts diese Vokabeln anzuhören. Aber das ist wirklich sozusagen das letzte Ende der Optimierung, würde ich sagen. Und irgendwelche bestimmten Tageszeiten, also Sie sagen jetzt abends nochmal wiederholen, sollte ich nur abends Vokabeln lernen oder irgendwelche anderen Tageszeiten, die effektiv für Vokabeln lernen sind? Auch spannend, weil das scheint recht individuell zu sein. Also Sie müssen sich vorstellen, beim Vokabellernen oder beim allgemeinen Lernen gibt es mehrere Prozesse. Wir müssen die Informationen irgendwie in unser Gedächtnis reinbekommen und wir müssen sie dort
drin lassen. Also sie müssen sie dort irgendwie stabilisieren. Und für das in das Gedächtnis reinbekommen, müssen sie besonders wach und besonders aufmerksam sein. Das heißt, das sind wahrscheinlich Zeiten am Tag, wo sie sich besonders fit fühlen, wo man besonders aufmerksam ist, um eben diese Information hineinzubekommen in das Gedächtnis. Um sie dann dort zu halten und zu integrieren und zu stabilisieren, scheint eben so eine Schlafperiode recht gut zu sein. Deswegen wäre mein Tipp, abends dann nochmal wiederholen, um diese Wirkung des Schlafs auf die Stabilisierung zu nutzen. Also zusammengefasst, ich sollte Vokabeln lernen zu der Zeit, wo ich am wachesten und am aufmerksamsten bin. Am Abend vor dem Schlafengehen wiederhole ich sie, ohne danach noch Fernsehen zu schauen oder ähnliches. Und wenn ich dann es ganz besonders weit, wenn ich ganz besonders weit gehen will, dann lasse ich mir die nochmal leise, nur die fremdsprachigen Wörter im Schlaf abspielen. Ganz genau. Vielleicht noch eine weitere Ergänzung: während des Tages, während sie da eben so schön wach ist, sollten sie unbedingt eine aktive Art des Lernens benutzen. Das heißt, sie sollten sich nicht einfach die Fremdsprache und die deutsche Übersetzung einfach nur anschauen, sondern sie sollten sich selbst testen. Das machen auch die meisten. Also, dass man wie sozusagen die deutsche Vokabel zuhält, selber versucht, auf die Lösung zu bekommen und dann sich selber prüft. Also das reine sozusagen passive Anschauen, das weiß man auch aus vielen Studien, ist viel weniger wirksam als dieses aktive sich selbst abfragen. Das heißt sozusagen zusammengefasst, an der Zeit, wo sie sich am wachsten fühlen, sich aktiv abfragen, abends nochmal wiederholen, schlafen nutzen, vielleicht sogar noch nachts die Fremdsprache abholen. Und dann bin ich gespannt, wie gut sie im Vokabeltest abschneiden. Und gibt es noch möglicherweise in Zukunft andere Anwendungen des Schlafenlernens? Also wir haben jetzt Vokabellernen angesprochen, aber vielleicht Texte sich anhören oder ähnliches. Geht Ihre Forschung auch in die Richtung? Meine Forschung ist jetzt sehr stark auf diese einfachen Wortpaare ausgerichtet. Wir haben einige Forschung auch zu mehr so räumlichem Lernen, teilweise auch motorischem Lernen. Zusammengefasst, auch andere Forscher, die sich natürlich ganz andere Formen des Lernens anschauen, kann man tatsächlich sagen, der Schlaf scheint generell insgesamt positiv zu sein auf viele verschiedene Formen des Lernens. Also immer auf diese Integration und Stabilisierungs Phase des Gedächtnisses. Das heißt, da kann man generell, denke ich, sagen, auch wenn man komplexere Dinge lernt, für andere Schulfächer zum Beispiel, ist sozusagen das abendliche Wiederholen und das wirklich gesunde Schlafen relativ wirksam und möglicherweise auch langfristig wirksamer als das, was Studierende manchmal machen, dass sie dann eben nächtelang durchlernen zum Beispiel. Da machen sie sozusagen genau das andere. Da nehmen sie eine Phase, wo sie eigentlich Dinge schlecht ins Gehirn, in das Gedächtnis hineinbekommen und haben den Eindruck, dass das wäre irgendwie effektiv. Aber langfristig scheint das wenig effektiv zu sein. Das heißt, man kann diese ganzen Ideen auch für andere Sachen nutzen, auch Texte. Wenn man das wieder jetzt zurückbringt auf unsere Methode des Nachtsabspielens, da fragt man sich natürlich, wie aktiviert man jetzt so einen ganzen komplexen Sachverhalt? Wenn man, also bei den Vokabeln ist das irgendwie relativ einfach. Und da könnte es sein, aber das haben wir jetzt noch nicht spezifisch getestet, dass wenn man sozusagen so ein, also man liest zum Beispiel einen Text zu Strömungsbildung bei Luftfahrtfragen oder bei den Flügeln von Flugzeugen, wie wer verändern sich da die Strömungen, die Luftströmung und so weiter, dann könnte man quasi versuchen, sozusagen ein Oberthema dazu zu generieren, also unter welchem Titel lerne ich jetzt diese ganzen Informationen und dass man dann eben nur sozusagen dieses Oberthema im Nachts leise abspielt. Das scheint auch, das könnte zumindest wirksam sein. Es gibt andere Studien jetzt in Bezug auf eher so, sagen wir mal, Klavierspielen oder Instrumente lernen. Da scheint es tatsächlich auch positiv zu sein, wenn man nachts Melodiefragmente nochmal anhört. Das scheint auch die Motorik zu verbessern. Also da ist, denke ich, noch recht viel möglich und wir sind erst noch am Anfang, dass dieses Potenzial vollkommen zu verstehen. Und was haben Sie noch so geplant an Forschung und Experimenten in nächster Zukunft zu diesem Thema? Also wir versuchen, wie gesagt, jetzt genauer herauszufinden, wie bekommen wir unsere positiven Effekte des Abspielens im Schlaf vom Labor in den Alltag? Was ist alles notwendig? Wir versuchen da auch mit Firmen zusammen zu entwickeln, wie kann man das möglichst einfach realisieren und wir versuchen das auch zu testen. Und wo wir im Moment hingehen, ist, dass wir wirklich versuchen,
können wir bestimmte Aspekte der Hirnaktivität nutzen, um quasi zu entscheiden, wann der beste Zeitpunkt und vielleicht auch die beste Lautstärke zum Abspielen der Vokabeln sind, sodass man da sozusagen so eine, ja, wie nennt man das, so eine hirnkontrollierte Abspielvariante anbieten könnte. Aber eben da sind wir, also das ist, da ist recht viel Forschung notwendig, um da wirklich rauszufinden, was ist jetzt wirklich notwendig, was brauchen wir dann, um das Lernen zu optimieren. Okay, und noch abschließend irgendwelche Tipps, die Sie Sprachlernern geben können aus Ihrer Forschung? Also, außer das, was Sie natürlich schon gesagt haben. Genau, sozusagen, das wären im Prinzip von meiner eher so schlafbezogenen Sicht auf das Vokabelnlernen. Ich denke, was man sich insgesamt beim Sprachenlernen klar machen muss, dass es natürlich auch verschiedene Phasen gibt. Also wenn man gerade erst anfängt, dann erscheint es einem wahrscheinlich relativ schwierig, diese ganzen Dinge zu lernen. Aber sozusagen, wenn man ein mittleres Niveau erreicht, sollte man vielleicht wirklich doch unbedingt auch die bekannte Weise nutzen, dass man versucht, die Sprache möglichst schnell anzuwenden. Also dass man dann vielleicht dann längere Zeit in dem Land verbringt, um wirklich diesen aktiven Part da zu üben. Denn ich denke halt, das ist letztendlich das, wo man ja hin will mit Vokabeln lernen, dass man die Sprache auch nutzt. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank für die Teilnahme. Das war sehr interessant. Freut mich. Ja, vielen Dank, dass ich hier meine Forschung vorstellen durfte.